Willkommen zurück zu einem neuen Video und wenn ihr neu hier seid, hallo, mein Name ist Mareike. Ich bin Deutsche und lebe in den USA. Es ist Mittwoch und ich habe wieder ein Foodtour-Video für euch und dieses Mal war ich beim Lidl. Das sind die Sachen, die ich mitgebracht habe. Diesmal sind auch einige Non-Food-Sachen im Einkaufswagen gelandet. Das werde ich dann am Ende aber relativ kurz halten, weil es soll hier nämlich um Essen gehen. So, als erstes habe ich hier diese kleinen Mangos gekauft. Die nennen sich, wenn ich das richtig ausspreche, Atulfo Mango. Also man sieht, die sind deutlich kleiner und gelber als normale Mangos. Und die nennen sich wohl anscheinend auch Honigmango, hat mir Google verraten. Die sind, scheinen jetzt irgendwie in zu sein, weil seit ich die das erste Mal gekauft habe, sehe ich die jetzt überall und die letzten Jahre habe ich die noch nie gesehen. Dann habe ich hier Blueberries gekauft. Also das ist, glaube ich, etwas ziemlich Typisches für Amerika. Das kann man wirklich rund ums Jahr kaufen. Langsam fängt auch wieder hier die Blueberry-Saison an, wo man dann lokale Blueberries kaufen kann. Hier sind etwa 500 Gramm drin und weil meine Familie die liebt und ich mache die auch gerne bei den Kindern in die Lunchbox rein, habe ich die mitgenommen. Dann hier relativ viele Bananen. Bei uns gehen die wirklich weg. Deswegen brauchen wir immer jede Menge Bananen im Haus. Dann habe ich hier einen Weißkohl. Der ist relativ klein. Den werde ich für Frühlingsrollen benutzen. In einem der letzten Videos hatte ich euch gezeigt, da hatte ich diesen Frühlingsrollenteig gekauft. Und den brauche ich jetzt für die Füllung. Dann habe ich hier noch Tomaten. Die wird es heute Abend zum Abendessen geben. Und dann habe ich hier Salat gekauft. Diesmal habe ich einen, also es nennt sich Power Greens. Und da sind Spinat, Grünkohl und Chard. Ich weiß gerade nicht, was Chard auf Deutsch ist. Und ja, also das sind so kleine Babyleaves und der ist sehr fein im Geschmack. Und das ist hier sehr, sehr beliebt. Also gerade so Babyspinat, das kann man hier überall kaufen. Und ist natürlich auch gesund. So, dann habe ich, machen wir hier drüben weiter. Und zwar habe ich hier einmal unsere, immer wenn ich zum Lidl gehe, kaufe ich hier diese Brezeln. Da sind eigentlich vier drin. Mein Mann hat sich schon eine geklaut. Und also das sind die wirklich, die an deutsche Brezeln rankommen. Sonst, die Amerikaner mögen gern diese Soft-Brezeln, die nicht wirklich vergleichbar sind mit normalen knusprigen Brezeln, die wir kennen. Und deswegen, ich nehme die immer mit, wenn ich beim Lidl bin. Dann habe ich hier so Schoko. Nee, sind nicht Schoko-Croissants, aber halt so Schokobrötchen, die ähnlich wie Schoko-Croissants vom Teig her sind. Die habe ich auch noch mitgenommen. Dann habe ich Eier. In den USA sind immer, steht das gar nicht da drauf? Also in den USA gibt es immer 12 Eier in einer Packung. Dann habe ich hier Eis gekauft. Also einmal für die Kinder Mango. Weil bei uns ist der Sommer jetzt schon da. Heute sind fast 30 Grad und das wird jetzt die nächsten Wochen auch immer wärmer und so warm bleiben. Deswegen habe ich uns jetzt mal ein bisschen Eis ausgestattet, mit Eis ausgestattet. Einmal hier für die Kinder mit Mango. Dann, das habe ich ganz neu entdeckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur vorübergehend ist oder neu. Also das sind hier quasi so mit Chocolate gefüllt. Und dann hier die mit Mandel. Dann habe ich hier Fischstäbchen. Also in den USA gibt es nicht wirklich Fischstäbchen. Es gibt zwar so Fischfingers, aber die sind nicht mal annähernd wie Fischstäbchen. Und als wir die beim Lidl das erste Mal gesehen haben, waren wir schon ganz aufgeregt. Und wir haben die aber noch nicht ausprobiert. Und diesmal habe ich die mitgenommen, weil das für die Kinder, glaube ich, ganz schön ist, wenn man mal ein schnelles Essen braucht. Also, und die amerikanischen Fishfingers, die schmecken halt wirklich überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass die besser schmecken. Normalerweise machen wir Fischstäbchen selber, aber es ist natürlich immer manchmal einfacher, wenn man nur eine Packung aus dem Tiefkühlschrank holen muss.
Dann habe ich hier einmal Walnüsse und wie heißt es? Mandeln mitgenommen. Und zwar will mein Mann sich jetzt immer selber Müsli machen und habe ich ihm jetzt hier so eine Nussauswahl mitgenommen. Dann passend dazu hier Haferflocken. Hier sind drin. Hier. Da sind drin 1,2 Kilo. Also für die Kinder mache ich jetzt neuerdings ab und zu Bürcher Müsli. Und wenn ich da 250 Gramm benutze, die sind wirklich, essen die weg mit einer Mahlzeit. Und für meinen Mann, das Müsli, braucht er dann natürlich auch Haferflocken. Dann habe ich hier einmal Backpulver gekauft. Und dann habe ich hier was gefunden, und zwar so ein Mango-Glaze. Also quasi Balsamico Glaze, also das ist ja diese dickflüssige Balsamico-Creme mit Mango-Geschmack. Muss ich mal schauen, wie ich die von Ben. Das ist nur eine kleine Flasche und ich glaube, die, das kann ganz lecker sein. So, dann hier, da bin ich sehr aufgeregt, weil die hatten Hanuta. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Also ich hatte die online bei der Werbung schon gesehen und war jetzt wirklich glücklich, die gefunden zu haben. Ich liebe ja gerade so deutsche Sachen, so Milchschnitte und Hanuta. Und dass sie jetzt auch Hanuta haben, ist wirklich toll. Da, weil das nur begrenzt, also da stand, das nur so lange, wie der Vorrat reicht, habe ich dann direkt auch noch eine zweite Packung mitgenommen. Dann habe ich hier auch was relativ Deutsches. Das ist, glaube ich, dieses Kinderpinguin und Milchschnitte. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das ist, dass man solche deutschen Produkte endlich auch in den USA hat. Und gerade wenn man jetzt zwei, wir waren jetzt 2 Jahre nicht in Deutschland, und da freuen wir uns umso mehr. Dann habe ich hier noch so Frucht, also so Cereal Bars, die sind mit so einer Fruchtfüllung. Die bekommen die Kinder zum Snack nachmittags. Und dann gibt es, habe ich hier noch mitgenommen, Ingwerbier. Das kommt immer in so einer Viererpackung. Normalerweise kaufe ich das beim Aldi. Das wollte ich jetzt aber mal ausprobieren, weil ich das noch nicht kenne. Das ist kein echtes Bier, das ist alkoholfrei und wird mit Ingwer gemacht. Und das hat dann eine schöne Schärfe. Ich trinke das immer auf Eis mit Zitronen. Saft oder mit Limettensaft und Minze. Und das ist so ein für mich ein alkoholfreies Getränk, das ich gerne am Wochenende trinke. So. Und für diese Lebensmittel habe ich bezahlt $62,72. Dann zeige ich euch noch ganz kurz, was ich hier bei der Non-Food-Bereich gefunden habe. Und zwar sind das hier einmal so Solarlampen, also das sind so große Glaskugeln und dann eine etwas kleinere, die weiß ich auch schon, wo die hinkommen. Und weil das mit Solar ist, wird das natürlich, muss ich da nichts an- und ausschalten, keine Batterie und ich hoffe, dass das was ist. Gleichzeitig habe ich dann hier auch nochmal so kleinere, das ist so eine Kette von 4 oder 5 Stück, die sind auch solarbetrieben. Dann habe ich hier für 4th of July, also 4. Juli, kann man jetzt schon anfangen, überall Zeug zu kaufen. Und da habe ich hier für Amelie, meine kleine Tochter, ein T-Shirt mitgenommen. Und hier sind so Glowsticks drin, nennen die sich. Also hier einmal Armbänder, Ketten, Ohrringe kann man da anscheinend auch mitmachen. Ah ja, genau, hier steht es. Armbänder, Ketten und Halsketten und Ohrringe. Und genau, das ist dann für 4th of July. Dann habe ich mir hier noch zwei Gartentools mitgenommen und so einen Planter. Also hier so eine Blume, die kommt bei uns ins Sommerzimmer. Und die Sachen habe ich auch noch mitgenommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und dann beantworte ich euch das gerne.
Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich, dass ihr hier seid und ich sehe euch dann im nächsten Video. Bis dann!